Moin ihr Katzen und kein Mikrofon. Moin ihr Katzen und herzlich willkommen zu einem neuen wunderschönen Video auf diesem Kanal. Heute geht es um sehr, sehr hilfreiche Tricks in FL Studio, die ich euch hier jetzt in diesem Video zeigen möchte. Viel Spaß und ich hoffe, ihr könnt viel dabei lernen. Ich habe mir hier jetzt auch schon einen kleinen Loop in die Playlist gezogen. Der hört sich so an. Auf jeden Fall auch schon sehr schön. Und anhand von diesem Loop werden wir jetzt im Laufe des Videos sehr, sehr viele, hoffentlich neue Funktionen kennenlernen in FL Studio, die einem das Leben auf jeden Fall erleichtern werden. Also, diese Loop hört sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr toll an, aber wir möchten ihn natürlich auch bearbeiten. Deshalb weisen wir das einfach mal einem Mixer-Track zu. So, dann ist der hier jetzt im ersten Channel des Mixers. Wie man hier sehen kann, kommt das Signal dann auch hier durch. So, was fügen wir diesem tollen Loop hinzu? Wir wollen als erstes mal einen Fruity Parametric IQ. Das hört sich so an. Dann wollen wir einen Reverb. Ich drehe den jetzt mal auf, eigentlich viel zu stark, aber auf so, damit ihr das auch hört. So, und wir wollen noch von Isotope so einen Lo-Fi-Vinyl-Effekt, vinylartigen Effekt hier haben. Und jetzt schon, damit der ganze Klang etwas so abstockend ist und so weiter und so fort. So, wie man hier auch hören kann, stockt sich jetzt aber auch der Hall auf dem Sample ab. Und das Problem daran ist halt, das wollen wir nicht. Aus diesem Grund gehen wir einfach drauf, drehen einmal am Mausrad und wie man hier sehen kann, verschieben sich hier die einzelnen VSTs auch. Und man muss hier immer beachten, der Klang von unten wirkt sich immer auf die Klänge von oben an. Das heißt, wenn wir diesen Reverb jetzt auf alle Effekte drauf haben möchten, dann muss dieser Reverb auch ganz unten sein. Wenn wir den jetzt aber theoretisch einfach nur auf dem Loop haben möchten und aber auf dem Loop außerdem noch andere Effekte, auf die es keinen Hall geben soll, dann müsste der Reverb theoretisch hier nach oben. Aber wir lassen ihn einfach mal hier unten, um das mal als Vergleich zu haben. Das hört sich jetzt so an. Wie man hören kann, ist der Hall jetzt auch auf diesen Abstockungen, die von diesem Isotope Vinyl Cracker hier kommen, würde ich den Reverb jetzt zum Beispiel ganz nach oben schieben, dann würde sich das so anhören. Ich denke mal, ihr versteht, was ich damit meine. So, jetzt wollen wir aber, dass diese Reverb nur an eine bestimmte Stelle einsetzt. Das geht in FL Studio einmal, indem man hier einfach einen Rechtsklick auf diesen Button macht, der einfach kontrolliert, wie viel von diesem Effekt dann auch tatsächlich in dem Lied zu hören ist. Also wie man hier auch hören kann, jetzt hat es nicht so viel Hall. Wenn ich das jetzt ganz hoch stellen würde, dann würde der Hall hier einfach ganz laut und brisant sein. Und jetzt wollen wir das aber nur an einer bestimmten Stelle diesen Hall haben und sonst halt immer nicht. Dann gibt es ja einmal die erste Möglichkeit, hier einen Automation Clip createn auf diesen Laut- und Leiser-Regler, falls man das so nennen kann. Aber genauso gut geht es auch auf diesen Punkt, der den Effekt eigentlich ausschalten würde. So, wenn der Effekt praktisch aus wäre und so, wenn der Effekt an wäre. Wenn wir hier einen Automation Clip drauf machen wollen, dann müssen wir einfach auch nur einen Rechtsklick, Create Automation Clip. Und wie man hier unten sehen kann, ist er hier auch schon angekommen, der Automation Clip. Wenn wir jetzt einfach möchten, um hier mal ganz random irgendwelche Sachen hier einzuzeichnen, wir möchten, dass der Hall erst ab hier eintrifft, dann malen wir die Kurve einfach hier nach oben. Weil das funktioniert so, sobald sich praktisch die Punkte hier über der Hälfte befinden, geht der Effekt an. Und sobald sie sich dann halt wieder unter der Hälfte befinden, geht der Effekt dann wieder aus. Wie man hier jetzt auch hören kann. Ich denke, ihr müsst alles gehört haben, dass hier, wo die Kurve oben ist, dass man da den Effekt dann ganz stark hört. Und wie man hier auch sieht, und wie von Zauberhand, wird der Punkt einfach wieder grün und der Effekt ist da. Und dieser Trick mit dem Automation Clip aufs An-Ausmachen, der funktioniert genauso auch hier vorne im Channel Rack.
da ist ja auch unser Vinyl-Cracker-Lo-Fi-Plugin jetzt auch drauf. Und jetzt wollen wir aber, dass dieser Scratch-Regler sich auch im Laufe des Liedes verändert. Das heißt, dass es irgendwann im Lied dann auch scratcht und irgendwann halt auch nicht. Und das machen wir natürlich auch über einen Automation-Clip. Jetzt ist es ja normalerweise so, dass man einfach einen Rechtsklick auf den Regler machen muss, wo man einen Automation Clip machen will. Und dann drückt man auf Create Automation Clip. Aber, huch, es funktioniert ja hier gar nicht. Hier, wenn ich hier einen Rechtsklick drauf mache auf so einen Regler, dann funktioniert es, dann, das geht halt einfach nicht. Da kommt kein Pop-up. Hilfe, was tue ich? Ah. Hier gibt es einen sehr, sehr tollen Trick. Wir verändern hier einfach etwas an dem Regler, den wir kontrollieren wollen mit einem Automation Clip. Dann gehen wir in Tools. Dann gehen wir in Last Tweaked und dann gehen wir in Create Automation Clip. Und dann haben wir hier unten einen Automation Clip, mit dem man dann diesen Regler hier steuern kann. Und zwar liegt das ganz einfach daran, dass das Plugin halt einfach nicht von FL Studio an sich programmiert wurde, sondern das halt von einer anderen Marke, in dem Fall von iZotope, kommt und das FL Studio deshalb nicht so richtig unterstützt. Aber da gibt es jetzt zum Glück dann diesen tollen Trick. Der funktioniert übrigens auch bei allen anderen Plugins oder auch irgendwelche Synthesizer. Ich öffne hier auch kurz mal einen Synthesizer, den ich auch relativ oft benutze, und zwar den Thunfisch. Ja, ich bin nicht auf den Namen gekommen, ich weiß nicht, was ihr wollt. Und wenn wir hier jetzt einfach die Volume und wenn wir jetzt einmal die Volume verändern möchten, dann drehen wir auch etwas an dem Regler rum, gehen auf Tools, Last Tweaked, Create Automation Clip und schwuppdiwupp ist hier ein Automation Clip. Jetzt wollen wir hier gerade bei diesem Squeeze Dead Cat. So, jetzt möchten wir aber diesen tollen Reverb Automation Clip praktisch so kopieren, dass genau der gleiche Effekt dann auch auf diesem Scratch Mount angewandt wird. Das machen wir, indem wir hier links in euren Picker auf den Automation Clip mit einem Doppelklick drauf drückt und dann kommt ihr hier raus. Jetzt könnt ihr hier auf dieses Zeichen gehen, Copy State, dann könnt ihr hier in diesen anderen Automation Clip mit einem Doppelklick drauf gehen und Paste State. Und wie ihr sehen könnt, ist es hier auch erschienen und jetzt macht der Automation Clip hier unten das genau zeitgleich wie der obere Automation Clip auf den Reverb. Auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Trick. Wenn ihr hier jetzt nach links geht, dann seht ihr hier auch zwei so anklickbare Kästen. Und wie ihr sehen könnt, wenn man hier auf Step drauf geht, dann erscheint hier ein Punkt. Und wie ihr seht, wenn ich hier jetzt auf die Maus klicke und über meinen Emotion. Und dann seht ihr jetzt, wenn ich hier mit meiner Maus klicke und über den Automation Clip fahre, dann erscheint hier immer ein Punkt. Das kann auf jeden Fall auch ganz geschickt sein. Wenn ihr hier jetzt Slide auswählt und dann einen Punkt mit der linken Maustaste drückt, dann seht ihr, hier passiert erstmal gar nichts. Hier muss man natürlich wie normal mit der rechten Maustaste klicken. Aber wenn ihr jetzt den Punkt hier zieht, dann verschiebt sich der ganze Automation Clip nach hinten. Weil wenn ich hier jetzt Slide aufstellen würde und einfach einen Punkt bewegen würde, dann würde das alles praktisch quetschen. Aber hier, wenn ich Slide drin habe, dann würde einfach der ganze Automation Clip missleiden. Ich denke, ihr versteht, was ich damit sagen wollte. Jetzt gibt es hier links, wenn ihr hier durchswitcht, dann gibt es das hier noch öfters. Zwar, wenn ihr hier dann so einen Audio-Clip auswählt, dann seht ihr, hier gibt es auch wieder zwei auswählbare Felder. Einmal Z-Cross und einmal Stretch. Stretch ist auf jeden Fall ganz geschickt, wenn ihr zum Beispiel wisst, euer Loop ist in 140 BPM, aber ihr habt zum Beispiel 150 BPM, dann wählt ihr einfach Stretch. Und wenn ihr dann hier an das Ende vom Clip geht und dann drückt, dann seht ihr, der ganze Clip, der zerquetscht sich sozusagen. Push that cap. Und wenn man sich das jetzt anhört, dann hört man auch, der Clip ist schneller, aber er ist halt auch höher, was man bestimmt mal brauchen kann, aber hier jetzt nicht. Aus diesem Grund gehen wir in unseren Sampler, also wählen den Clip aus, gehen dann in unseren Sampler, wählen hier den Mode vom Resample zu Stretch aus und schwuppdiwupp bleibt die Tonhöhe gleich. Und es ist nur noch schneller.
Jetzt ist es halt leider auch zu schnell für die 150 BPM, die wir hier haben. Deshalb möchten wir den Clip natürlich noch langsamer haben. Deshalb stretchen wir den Clip einfach dahin, wo wir es haben wollen. Und zwar hier an diese Linie. Huch! Wie geht denn das? Der Clip geht hier nicht zur Linie. Um das jetzt hinzukriegen, müsstet ihr hier eigentlich auf diesem Magnet dann hier eine kleinere Zahl auswählen und dann könnt ihr das ja auch hier drauf stretchen. Aber was natürlich viel, viel schneller geht, ist, wenn ihr einfach eure Alt-Taste drückt und dann Transit. Das wäre genauso, wie wenn ihr hier reingehen würdet und einfach None auswählen würdet, dass es hier praktisch kein Magnet gibt. Dann könnt ihr hier einfach kurz Alt auswählen und das dahin schieben, wo ihr es haben möchtet, ohne irgendwelche großaufwendigen Sachen zu machen. Das funktioniert übrigens auch genauso hier im Piano Roll. Wenn ihr hier jetzt eine Note auswählt und auch Alt, dann könnt ihr das hier auch einfach so umherschieben oder ziehen oder so. Einfach wie es einem beliebt. Und wie wir hören können, passt jetzt diese Loop auch zum Tempo. So, jetzt braucht natürlich ein gestandener Rapbeat auch 808s. Die sind ja eigentlich das, was man haben muss. Deshalb müssen wir hier einen neuen Pattern erstellen. So, jetzt gehen wir hier mal ganz kurz in unseren Channel Rack und ziehen uns hier als erstes mal eine 808 rein. So, ich habe jetzt hier irgendeine random 808 ausgewählt und jetzt müssen die 808s natürlich auch von der Tonhöhe zu unserem Loop passen. Das seht ihr hier, in den meisten Loops steht hier oben einmal die BPM-Anzahl, also die Schnelligkeit, und einmal auch ein Buchstabe mit einer mit entweder Minor oder Major dahinter. Das ist die Tonleiter. Hier wissen wir jetzt, dieser Loop ist in G Minor. Und jetzt könnt ihr in euer Piano Roll gehen und hier oben auf U, dann auf Scale Highlights und letztendlich dann auch noch auf G Minor. Und jetzt seht ihr hier alle weißen Noten, die passen jetzt eigentlich zu unserem tollen Loop hier unten. Das Problem ist nur, wenn ich das hier jetzt einfach so spielen würde, einfach mal irgendeine random Note in irgendeinem random Rhythmus, keine Ahnung, ich weiß es nicht, was ich jetzt hier spielen will. Dann hört ihr auch schon, das passt halt einfach gar nicht. Und das liegt daran, dass einfach dieser 808 One-Shot, das ist ein B. Jetzt, wenn ihr einen Synthesizer öffnet und da irgendwie etwas damit spielt, dann ist das automatisch an einem C orientiert. Aber hier ist jetzt halt das an einem B orientiert. Das heißt, das, was eigentlich ein C wäre, das wäre ein B. Okay, schwierig zu erklären. Aus diesem Grund geht ihr hier oben in euren Sampler rein und geht dann hier oben. Hier seht ihr hier unten, die blaue Note ist das C. Jetzt müsste hier auch bei jedem guten One-Shot hier oben auch stehen, was das für eine Note ist. Hier in diesem Fall das B. Dann sucht ihr hier auf dieser Tastatur das nächstgelegenste B aus. Das wäre dann ja das B. Also C, D, E, F, G, A, H. H im Englischen B aus diesem Grund. Jetzt geht ihr mit eurer rechten Taste auf die Note, also in diesem Fall auf das B. Und wie ihr seht, snappt das Blau hier einfach von dem normalen C einfach auf die von euch ausgewählte Note. Und wenn ihr jetzt hier einfach was spielt, dann passt es auf jeden Fall zu eurer ausgewählten Tonhöhe. Jetzt müssen wir aber noch ein paar Änderungen vornehmen, damit man mit diesem One-Shot auch sehr, sehr gut spielen kann. Und zwar geht ihr hier von Resample auf Stretch, damit das halt nicht schneller wird, je höher ihr die Note spielt und langsamer wird, je weiter unten ihr die Note spielt. Und jetzt wollen wir auch nicht, dass wenn man hier einmal drückt, dass das dann halt einfach weiter spielt, sondern wir wollen, dass es nur so lang spielt, wie man auch die Note haben möchte. Aus diesem Grund werden wir hier das so angleichen. Ihr macht die Attack einfach ganz runter, Hold macht ihr ganz hoch, DK oder wie man das ausspricht, macht ihr auch ganz runter und die Sustain auch und die Release letztendlich auch. Und wie ihr seht, spielt es jetzt halt nur noch so lang, wie ich auch die Note haben möchte. Sehr, sehr schön. Jetzt kann man hier auch ganz schön etwas damit spielen. Ja, ich habe jetzt hier einfach mal irgendeine
komische 808-Melodie gespielt. Doch jetzt fehlt auch ein ganz, ganz, meiner Meinung nach, sehr, sehr interessanter Trick. Und zwar sind das die 808 Slides. Das ist praktisch das, wenn die 808 so dann nach oben slidet und dann wieder runter. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr toller Trick. Ich weiß nicht, was ich gerade mit meinen Daumen mache. Egal. Und das funktioniert nämlich so. In FL Studio gibt es in der Piano Roll links dieses tolle Dreieck. Wenn ihr das selectet und dann eine Note damit malt, zum Beispiel hier das hier, dann seht ihr, auf dieser Note ist dann auch so ein Dreieck eingezeichnet. Und wenn ihr euch das jetzt mal anhört, dann kann man hier auch gleich hören. Es fährt hier praktisch wie in einem Aufzug, fährt es so hoch. Das wird Slide genannt. Und ohne diesen Slide würde es sich halt einfach so anhören. Und mit Slide, was ich viel, viel nicer finde. Das wird auch ganz oft in irgendwelchen Hip-Hop-Beats mit in den 808s angewendet, wie schon gesagt. Aber Vorsicht, dieses Tool funktioniert nur bei One-Shots. Das heißt, wenn ihr hier jetzt mit irgendeinem Klavier rumsliden wollt, dann müsst ihr das auf einem anderen Weg machen. Jetzt gibt es halt aber leider auch irgendwelche 808-Sample-Pack-Hersteller, die einfach hier oben nicht hinschreiben, was das für eine Tonhöhe ist. Jetzt wollt ihr das natürlich auch rausfinden, weil es könnte ja sein, das wäre auch irgendwie ein B. Und wenn ihr das dann einfach dazu spielen wollt, dann hört sich das halt auch total schrecklich an. Dann gibt es hier einmal den ersten Weg, indem ihr hier auf diese Zeile geht und dann mit einem Rechtsklick draufklickt, dann Edit in Audio Editor. Dann öffnet sich hier der Edison, das ist der Audio Editor. Dann geht ihr hier auf diese Fahne oder was auch immer das so sein soll. Dann geht ihr auf Detect Pitch Regions oder so auf Deutsch. Und dann seht ihr, das hier ist ein Ice 2. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut zu merken, denn jetzt könnt ihr hier einfach reingehen und hier zum Ice 2 drauf gehen. Und dann könnt ihr das einfach ganz normal dazu spielen. Jetzt gibt es aber auch noch eine andere Möglichkeit, und zwar, das kann man auch benutzen, um irgendwelche Gitarren zu stimmen. Ich habe das jetzt dem Mixer Channel 3 zugelegt. Und jetzt könnt ihr hier den Tuner öffnen, das ist der hier. Und wenn ihr jetzt seht, wenn ihr das jetzt abspielt, verändert sich hier der rote Zeiger, fährt hier halt im Kreis rum. Und der erkennt praktisch, wie hoch der Ton ist und kann euch das dann anzeigen. Und das sogar ziemlich genau. Das heißt, falls ihr jetzt mal auf eine Idee kommen würdet, eine Gitarre zu stimmen, dann könnte das an sich eine sehr, sehr gute Idee sein. Und er hat hier auch richtig das Ice 2 erkannt. Sehr, sehr gut. Gut gemacht. So, nachdem ihr jetzt ja auch 808s haben, fällt noch etwas nicht so Wichtiges, und zwar die Drums, Kapi. Und weil wir faul sind, bedienen wir uns auch von den Drums einfach bei Loops. Das hört sich schon mal interessant an. Hier oben natürlich auch wieder Stretch aktivieren, um diesen tollen Loop zum passenden Tempo anzupassen. Hier unten mit Alt das nochmal fein korrigieren. Hier auch nochmal Stretch auswählen. Und jetzt habe ich hier auch noch einen zweiten Melody Loop eingeladen, auch in G Minor und auch schon an die Geschwindigkeit angepasst. So, jetzt möchte ich aber, dass dieser Loop ab hier spielt. Ab hier, aber das, er soll so etwas smoother da reinkommen. Also, dass er so am Anfang so ganz kurz lauter wird und nicht gleich so hart anfängt. Das macht man, indem man hier auch wieder in den Sampler reingeht und hier dann bei D-Clicking Mode hier unten entweder smooth oder halt Crossfade oder je nachdem, was passt, auswählt. Dann sieht man auch schon hier unten, hier ist etwas gekommen und hier nehme ich so ein runder Pfeil oder sowas. Und wenn wir das bewegen, dann bewegt sich auch der Pfeil mit. Und wenn wir uns das jetzt mal anhören, dann habt ihr es bestimmt jetzt auch schon gehört. Es ist so langsam lauter geworden, ohne das würde es sich nämlich so anhören. Ich denke, ich höre den Unterschied. Jetzt werde ich hier noch ein wenig weiterarbeiten an diesem tollen Track. Drei. Oh. Jetzt habe ich doch tatsächlich einen Fehler gemacht. Deshalb schnell auf Undo.
Nein, der Fehler war ja schon vor 5 Minuten. Jetzt muss ich so lang rückgängig machen. Nein! Es gibt Abhilfe. Und zwar müsste sich, wenn ihr mehrmals nebeneinander etwas rückgängig macht, müsste sich hier dieses Fenster öffnen, wo History steht. Und jetzt könnt ihr hier dann nämlich schauen, das sind die ganzen Schritte, die ihr ausgeführt habt, von oben nach unten halt, hier unten. Wenn ihr hier jetzt, Und wenn ihr jetzt hier dazwischen einfach reindrückt, dann seht ihr, hier wird's grau. Und hier hat sich auch was verändert. Und zwar kann man hier die einzelnen Schritte sehen, die man alle ausgeführt hat. Und sie so dann auch stückweise dann auch wieder rückgängig machen. Das heißt, man kann schauen, was hat man denn falsch gemacht. Und wenn man dann das gefunden hat, dann kann man hier einfach nur auf rückgängig drücken und muss nicht 100 Mal oder sowas immer rückgängig. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr nützlich und kann manchmal eigentlich die Leben retten. Doch um jetzt hier unten unsere tolle zweite MIDI-Spur besser kontrollieren zu können, müssen wir uns die natürlich auch einzeln anhören. Jetzt können wir natürlich jede einzelne Spur einzeln ausmachen, also muten, was natürlich sehr, sehr aufwendig ist und das müssen wir natürlich alles auch wieder andersrum auch wieder machen. Und vor allem, je größer das Projekt ist, desto länger kannst du was brauchen. Und da wäre es doch eigentlich ganz gut, wenn FL Studio da einen Trick eingebaut hätte. Ja, genau. Und zwar geht er ganz einfach. Ihr nehmt eure rechte Maustaste und drückt auf die Spur, die ihr euch anhören möchtet. Und schwupp sind alle Spuren drumherum gemutet. Und um das Ganze wieder rückgängig zu machen, einfach nochmal da drauf. Und ist alles wieder wie vorher. Genau das gleiche funktioniert auch hier im Channel Rack. Wenn auch auf eine etwas andere Art und Weise, weil wenn ihr hier mit einem Rechtsklick drauf drückt, dann kommt hier dieses Pop-up. Deshalb müsst ihr Steuerung drücken und dann drauf. Und wie ihr seht, passiert auch wieder genau das gleiche. Ich habe jetzt hier sämtliche Transitions, Effekte und Risers und so weiter und so fort einfach im MP3-Format hier reingezogen. Und jetzt gibt es auch einen ganz, ganz tollen Trick, um sich das anzuhören. Und zwar, wenn ihr hier oben jetzt dieses Symbol hier auswählt und dann fährt ihr hier über zum Beispiel dieses Sample hier, dann hört ihr das. Genauso wie das, 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 das. Einfach halt alles. Das ist auf jeden Fall auch ganz geschickt, um sich halt einfach nochmal einzelne Teile des Tracks einmal nochmal genau anzuhören, ohne vorher irgendwie alles andere ausschalten zu müssen oder ähnliches. So, ich habe jetzt hier noch irgendwelche sehr, sehr schrecklich unpassende Vocals sind so gefickt, und zwar diese hier. Und wie man hier auch sehen kann, ist hier auch dieses kleine Symbol. Das bedeutet Audioclip. Und wenn ihr jetzt auf so einen Audioclip mit der rechten Maustaste drauf geht, dann verschwindet einfach dieser Audioclip. Wie kann er nur das schnell wieder rückgängig machen? Und zwar, um hier mit der rechten Maustaste drauf zu klicken, muss man als erstes hier ganz an den Rand zu diesem kleinen Symbol ran und dann mit einem Rechtsklick gibt es hier auch wieder so ein Pop-up, auf dem man natürlich hier die ganzen Einstellungen vorkehren kann, Name, Farbe und so weiter und so fort, von diesem Sample dann, von diesem tollen Audio-Clip. Hier gibt es jetzt noch ganz, ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, was man mit diesem, was man hier alles anstellen könnte, aber auf das, was ich hinaus will, ist hier nämlich das Automate. Automate, dann gibt es ja einmal Panning und einmal Volumen. Wenn man drauf drückt, zum Beispiel Panning, dann sieht man, hier ist ein neuer Automation-Clip entstanden und der liegt hier komischerweise drauf. Wie geht denn das? Was ist das überhaupt für einer? Wenn man den jetzt hier mal automated, dann kann man auch gleich hören. Also, das kann man nur hören, wenn man Kopfhörer hat, denn dieser tolle Gesang, der wandert jetzt von links nach rechts. Das nennt man Panning. Und anstelle, dass man jetzt hier als erstes in den Mixer reingeht, das auswählt, hier einen Automation-Clip created, das braucht 10 Jahre, da gibt es schon gar kein FL Studio mehr. Dann kann man das einfach ganz schnell so machen und hat dann hier einen Automation-Clip. Und das funktioniert auch genauso mit der Volume. Und jetzt gibt es hier noch etwas, und zwar ein Crossfade. Wenn man hier drauf drückt, dann sieht man, hier ist schon wieder ein Automation-Clip entstanden. Welch Wunder. Der ist auch wieder hier auf diesem Audio-Clip drauf. Und was kann man hören?
wir haben. Es wird schneller. Es wird lauter und zwar nennt sich das Crossfade. Anstelle, dass man das natürlich dann auch mit einem aufwendigen Automation-Clip macht, indem man hier ist, in den Mixer reingeht oder in den Channel Rack und dann einen Automation-Clip macht, kann man das natürlich auch ganz einfach so machen. Aber das möchten wir jetzt hier natürlich nicht haben. Es gibt hier sogar noch mal was zu entdecken. DAL Auto Slicing. Was ist jetzt passiert? Der Clip wurde hier irgendwie in ganz viele kleine Teile zerschnitten. Wie kann denn das sein? Das liegt nämlich daran, dass der Algorithmus von FL Studio erkennt, wo er jetzt einen Cut setzen könnte, damit das passen würde, damit man hier dann Vocal Chops damit erstellen könnte, was hier natürlich bei diesem wunderschönen Rap-Track sehr passt. Aber wir probieren es trotzdem kurz mal aus, so wie uns das FL Studio gesagt hat. Einfach etwas rumschieben und schon passt das Cup hier so. Was haben wir hier so? Mal schauen, wie sie es anhört. Das wird sich schrecklich anhören. Egal. Warum hört es sich so gut an? Warum? Warum hört es sich so gut an? Hilfe! Brrr. Und zwar kann man bei diesem Auto-Slicing natürlich auch noch viele Sachen einstellen. Zum Beispiel Sharp-Auto-Slicing, was auf Deutsch scharfes automatisches Schneiden heißen würde. Wie man hier sehen kann, sind es dann ganz viele kleine verschiedene Stückchen. Probieren wir es natürlich, wie es ist, wenn man Medium-Auto-Slicing auswählt. Dann sind es ja schon weniger. Und genau darum geht's. Hier steht ja auch noch Select All Similar Clips. Warum hat es jetzt hier alles selektiert? Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Auf jeden Fall ist dieses Tool dafür da, um praktisch alle Clips von derselben Abstammung zu selektieren. Damit man sich die Arbeit spart, praktisch alles zu selektieren. Aber wenn man es halt dann doch muss mehrere Sachen selektieren, dann gibt es hier auch ein ganz, ganz sinnvolles Tool dafür. Und zwar könnt ihr ja entweder mit der Steuerungstaste einfach hier dieses tolle Selektierungsviereck hier ziehen. Dann hat man hier auch schon was selektiert, aber das Problem daran ist halt, man kann nur dieses Viereck hier ziehen, um jetzt nicht zum Beispiel sagen, ich möchte das selektiert haben, aber halt nicht das. Und zwar wie das geht, ist gleichzeitig die Steuerungstaste und die Shift-Taste zu drücken und dann die Audio-Clips einzeln anzuklicken. Dann sind die hier auch selektiert und man kann mit ihnen auch machen, was man will. Genau das gleiche funktioniert auch in der Piano Roll. Dann kann man das hier genauso machen. Steuerung, Shift, Auswahl und schwuppdiwupp passt das alles. Und jetzt habt ihr hier was ganz Schönes selektiert und jetzt wollt ihr das aber doppelt haben. Ja, wie macht ihr das denn? Ihr drückt auf Shift und zieht einfach daran. Dann wird das automatisch dupliziert und ihr könnt mit ihm auch machen, was ihr wollt. Aber ich wollte das ja gar nicht duplizieren. Dann drückt man einfach auf Entfernen und weg sind die selektierten Clips. Auf jeden Fall auch, wenn man das Ganze mit diesen Shortcuts kann, dann ist man auf jeden Fall ganz, ganz besser dran in der FL Studio Welt. Auf jeden Fall vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es wird bestimmt bald mal wieder ein weiteres Tutorial kommen. Viel Spaß noch, einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr könnt diese tolle Sachen dann auch für eure eigenen Projekte anwenden und tschüss. Man sieht sich. I'm killing you or not that.